Ja, schönen Abend, darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Wir sind heute hier nur zu zweit. Herr Verbeek hat sich entschieden, nicht an der Pressekonferenz teilzunehmen, was wir selbstverständlich akzeptieren. Gründe werde ich jetzt keine Auskunft geben, das wird vermutlich meine Nürnberger Kollegin Katharina Wildermuth machen, die nachher hier im Raum sein wird. Ich begrüße trotzdem die Gäste aus dem Frankenland, die mitgereisten Vertreter der Presse und falls welche da sind vom Verein. Und wir legen gleich los mit Christian Streich und seinem Statement zum Spiel. Ja, schwierig ins Spiel gekommen. Fehler gemacht beim Standard, beim Eckball, wo eine klare Absprache hatte, haben wir geschlafen und kriege gleich das Tor. Und dann ist natürlich die Mannschaft richtig zurückgekommen, hat mutig gespielt, hat sich nicht beeindrucken lassen von aggressive Zweikampfführung, sondern hat immer weiter nach vorne gespielt. Und dann kriegen wir den Elfmeter gegen uns, kurz vor der Halbzeit, was ein Schlag war für uns, aber die Mannschaft hat in der Halbzeit dann war es klar, dass sie versucht, weiter Fußball zu spielen und vorwärts zu spielen. Das hat sie getan. Sie ist ruhig geblieben und mutig. Und dann sind wir belohnt worden. Ich fand, es war ein tolles Spiel. Wenn man überlegt, wie Nürnberg unter Druck steht und wir. Und wie beide Mannschaften immer versucht haben, Fußball zu spielen. Aber ich glaube, am heutigen Tag waren wir fußballerisch auch, obwohl Nürnberg sehr, sehr fußballerisch sehr, sehr stark ist, schon die ganze Saison. Heute waren wir, glaube ich, die Besseren und haben verdient gewonnen. Dankeschön. Jens West. Also es kommt niemand mehr von Nürnberg, hören wir jetzt gerade. Ja, das weiß nicht, wie wir es dann gelöst kriegen für die Journalisten, die aus dem Frankenland mitgereist sind. Aber Jens Westen hat eine Frage von Sky. Herr Streich, Herr Verbeek hat bei uns gerade sein Nichterscheinen bei der Pressekonferenz damit begründet, dass er sich nicht neben einen Kollegen setzt, der sich nicht wie ein Kollege verhält. Sie hätten ihn mehrere Male im Spiel beschimpft. Können Sie das in irgendeiner Form nachvollziehen? Das ist eine völlige Unwahrheit. Ich habe selbstverständlich ihn nicht beschimpft. Ich habe zum Beispiel, dann hat er mir den Vogel gezeigt. Ich kann nichts dafür, wenn es eine rote Karte gibt. Und zeigt mir den Vogel. Ich habe null reagiert. Gar nichts getan, weil ich so etwas nicht tue. Mir ist völlig unerklärlich, wie er auf sowas kommt. Ich habe noch mit Marek Mintal Kommunikation gehabt während dem Spiel. Völlig alles normal. Es war ein heißes Spiel. Ich beschimpfe doch keinen Kollegen. Das ist ein völliger Wahnsinn. Aber es ist nachvollziehbar, weil die Enttäuschung natürlich groß ist und weil wir natürlich heute so gearbeitet haben, dass uns halt Nürnberg immer wieder dann auch faulen musste. Und dann gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, Freistoß. Und als wir gefault haben im Strafraum, wir haben ganz schön viel einstecken müssen, dann hat es einen Elfmeter gegen uns gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Und von dem her völlig unerklärlich. Aber ich kann es verstehen, dass man dann auch mal nach einem Spiel, wenn man so ein Spiel verliert, dann vielleicht ein bisschen die Nerven verliert. Ist okay. Weitere Fragen, Sebastian Bargon. Christian Streich, ich fand es beeindruckend, wie die Mannschaft nach zwei Rückständen immer wieder zurückgekommen ist. Im Vorfeld haben Sie gesagt, man kann auch zu viel reden, aber offensichtlich haben Sie die richtigen Worte gefunden, diese junge Mannschaft so mental auch fit zu machen, dass sie das weggesteckt hat, spielerisch die Sachen gelöst hat und auch ein Quäntchen Glück letztlich gehabt hat. Man kann also doch nicht zu viel reden, offensichtlich. Ich habe nicht zu viel geredet jetzt vor dem Spiel. Es geht darum, dass schöne Entwicklungsgeschichte von dieser Saison und wir haben den Mut oder wir verlieren den Mut nicht und dann ist es einfach auch so, dass der ein oder andere Spieler einfach auch eine richtige Entwicklung gemacht hat, auch junge Spieler oder zum Beispiel der Felix Klaus, ja, der nicht mehr zu erkennen ist gegenüber dem Anfang und auch andere Spieler und dann sind natürlich ein paar ältere Spieler, die total vorausgehen wie Julian Schuster und Pavel Grimasch, ich habe es ja schon oft genug gesagt. Sie stehen sehr, sehr eng zusammen, das sage ich nicht nur, das ist so, das erlebe ich jeden Tag und dann ist auch so eine Leistung möglich. Aber man muss schon sagen, Kompliment, dass sie diesem
enorme Druck, so standgehalten, dass ich nur zweimal Rückstände dann drehen konnte. Martin Quaas, Sport 1. Herr Streich, zwei Fragen habe ich. Frankfurt, Bremen, Hamburg, Nürnberg, 4 direkte Konkurrenten, 10 Punkte. Ist das unterm Strich genau das, was Sie erwartet haben, oder übertrifft das selbst Ihre realistischen Erwartungen? Das ist Frage 1. Frage 2 stelle ich danach. Ich hatte keine Erwartungen. Ich habe mir keine Erwartungen gestellt, punktemäßig. Das können Sie mir glauben oder nicht, das mache ich nicht. Ich weiß, normalerweise weiß ich nicht, gegen wen wir 3 Spiele später spielen. Ich weiß es nicht, weil ich mich null damit befasse. Weil mich das nur, es würde einem nur nervös machen. Und dann die ganzen Rechnungen gehen eh nicht auf. Es kommt eh anders. Es geht nur darum, wie wir spielen. Und damit beschäftige ich mich Tag und Nacht, um die Qualität unseres Spiels. Wenn die Qualität unseres Spiels besser wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein positives Ergebnis erzielt, wird größer. Das ist alles, alles andere kann man nicht beeinflussen. Jetzt habe ich noch Frage Nummer 2, schließt an das, was der Kollege von Sky eben Sie gefragt hat, Jens Westen. Wir haben eben auch noch mal mit Herrn Verbeek gesprochen. Er hat gesagt, mehrfache Beleidigungen wären eine absolute Unverschämtheit und er entzieht Ihnen das Wort Kollege. Sie wären kein Kollege. Inwieweit berührt Sie sowas persönlich? Ja, das berührt einen, weil es ist völliger Wahnsinn, sowas zu sagen. Ich habe nicht einmal irgendwie irgendwas zu ihm gesagt. Mir ist das völlig unerklärlich. Ich bin emotional am Spielfeldrand oder man sagt, oh, faul oder so irgendwas, ist doch klar. Aber sonst gar nichts. Ich habe nichts gefordert, zum Beispiel mit der roten Karte nichts. Ich bin emotional, aber null gegen ihn. Ich schätze ihn. Aber klar, wie gesagt, das ist dann so, wenn du unter so einem Druck stehst, kann sein, du verlierst die Nerven. Und wenn er meint, dass er das auf mir abladen muss, soll er das tun. Ich finde es sehr schade, das trifft mich natürlich, aber wenn er das tut, das kann ich drüber hinwegsehen. Es wird sich wieder beruhigen und dann geht es weiter. Es ist natürlich sehr, sehr unschön. Anscheinend hat er geredet vom 12. Mann, wäre der Schiedsrichter gewesen. Unglaublich. Johnny Schmid wird gefoult, kriegt keinen Elfmeter. Sie kriegen vor der Halbzeit den Elfmeter. Wir sind richtig angegangen worden in der ersten Halbzeit, körperlich, aber okay, da wurde gepfiffen. Und dann solche Aussage zu treffen, ist natürlich schon extrem, aber es kann passieren. Gibt es noch Fragen? Uli Hohmann, SWR. Herr Streich, wie ordnen Sie diesen Sieg jetzt ein, auch in Verbindung mit der Serie, die der Kollege schon angesprochen hat, dass es gegen die Kellerkinder diese positiven Ergebnisse gegeben hat? Wie bewerten Sie das und wie ist da Ihr Ausblick auf den weiteren Abstiegskampf? Bewerte ich das? Wir haben ein Spiel gewonnen. In letzter Zeit haben wir jetzt ein paar Punkte geholt. Nächste Woche spielen wir gegen eine individuell sehr, sehr starke Mannschaft aus Stuttgart. Die werden alles tun. Denen steht aus Wasser bis zum Hals, um uns zu besiegen. Aber natürlich ist es erfreulich, dass wir in der Art und Weise Fußball spielen und dass wir eine Entwicklung sehen. Und das ist das, was zählt. Nochmal Uli Hohmann. Sind Sie denn jetzt zuversichtlich? Ich meine, Sie haben ja auch von der spielerischen Qualität was anzubieten im Vergleich zu denen, die da hinten drin stehen und auch ums Überleben kämpfen. Naja, man darf es nicht überbewerten. Wir haben jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht, das muss man wirklich sagen. Aber wir müssen realistisch bleiben. In Frankfurt hätte man ja auch können verlieren. Also ich sehe eine Entwicklung bei vielen einzelnen Spielern und in der Mannschaft. Das ist positiv und mehr ist es nicht. Gibt es noch Fragen? Ja, der Kollege. Ja, Streich, also ich wollte nur sagen, es wird bestimmt seine Gründe haben, warum Herr Verbeek nicht hier auf der Pressekonferenz erscheint. Und ich denke, das wird sich auch alles klären. Und wenn hier jemand absteigt, dann ist es der SC Freiburg und nicht sind der Sie FCN. Journalisten, ne? Und wenn... Es gibt nur einen Absteiger, das ist der SC Freiburg. Und wenn sie weitergehen, dann FCN, FCN und sonst gar nichts. Interessant, was sich für Mädchen hier verändern, aber okay. Gut, dann hätten wir das auch noch gehört, okay. Ich glaube, dann sind wir am Ende mit der Pressekonferenz.
Das war jetzt auch so ein ziemlicher Tiefpunkt, aber ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Danke, tschüss. Geht mir das Niveau. Ich habe keine Ahnung, es kann ein Fan-Medium sein oder sonst irgendwas.